Hallo liebe Freunde, hallo liebe Gäste. Ich habe wieder mein kleines Fresszettel parat. Anhand von dem werde ich jetzt euch etwas erzählen. Ich bin nicht geschminkt, aber liebe Freunde haben gemerkt, das könnte zu deinem Markenzeichen werden. Bleib so, bleib authentisch, bleib wie du bist. Und ich möchte jetzt auch noch erzählen, was passiert ist in den letzten Tagen im Restaurant. Und allgemein halt, ja, zu einem blöden Corona-Zeug. Dekadenzgäste, habe ich mir da aufgeschrieben. Dekadenzgäste. Wir haben, du glaubst es nicht, da kommen Gäste rein, die wollen zumindest am Nachmittag essen und nachher kriegen sie Gartensalat, frischen Salat vom Garten, selber gezüchtet, selber geerntet. Ein riesen Aufwand. Mit verschiedenen anderen Salaten garniert, wo zum Beispiel der Rettich mit Kurkuma und Curry zusätzlich zubereitet mariniert ist. Und beim Partner tut er jeden Salat anders marinieren. Also jede Beilage ist zusätzlich abgeschmückt auf das, was passt. Und der Salat ist vom Garten. 100% Bio. Ich sage immer den Leuten, ihr könnt hier runter auf die Terrasse, könnt ihr runter schauen, wie es wächst. Eigentlich habe ich mir schon überlegt, du könntest ja Erlebnisgastronomie machen und die abschicken und sie können selber ernten. Nein, das ist dann zu viel Aufwand und es braucht zu viel Zeit. Aber die Idee wäre da. Und jetzt haben Leute heute reklamiert wegen dem Brot. Das Brot war von heute Morgen gewesen, von den Hotelgästen. Das Brot sei 2 Wochen alt, das sei scheißhart. Hey, und das sind all die Leute gewesen. Gott verdammt. Die haben noch irgendwie vielleicht noch ein bisschen Weltkrieg miterlebt. Die haben Armut miterlebt. Und jetzt sind wir auch wieder im Krieg. Und die tun so dekadent. Wegen ein bisschen Brot, das drinnen ein bisschen hart ist. Natürlich habe ich ihnen frisches Brot gebracht. Haben wir wieder frisch aufgeschnitten etc. Aber ich finde es einfach unglaublich. Ich würde es ja noch begreifen bei jüngeren Leuten. Aber dass die älteren Leute, die Armut vielleicht miterlebt haben, als so dekadent tun, jetzt in dieser Zeit. Sorry, es geht mir nicht in den Grund. Okay, nächstes Thema. Wir haben ganz viele liebe Gäste, die sich geimpft haben. Und die meinen, sie können jetzt. Sie kommen rein und sagen, nein, ich darf dir tanken, ich bin geimpft. Ich darf Masken abziehen, ich bin geimpft. Ich habe kein Problem, ja, nein, nur das Problem mit der Maske. Ich habe kein Problem mit Geimpften oder Ungeimpften oder whatever. Jeder soll das Ding selber machen. Aber wenn jemand ankommt und sei es noch so ein lieber Gast etc., klar, herzlich willkommen. Aber der muss mir nicht sagen, nur weil ich geimpft bin, darf ich dir die Hand geben. Ein anderer darf das nicht. Was ist ein Scheissdreck? Ich kann ja noch die Hände waschen. Ich wasche eh die Hände. Also was soll das? Und überall steht das Desinfektionsmittel rum. Oder zum Beispiel, das ist uns auch passiert im Frühling, wo wir noch nur die Terrasse aufhatten. Ist jemand reingekommen und hat gesagt, wenn ihr euch nicht sofort impfen lasst, komme ich nie mehr zu euch. Dann habe ich erklärt, ja, hey, sorry, weißt du, wir haben das Zeug gehabt und bla 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 bla. Irgendwie konnte ich sie beruhigen. Ja. Jetzt muss ja eh wieder gehen. Die dritte, die vierte, die fünfte, und Delta und Gamma und Y und alle die Varianten. Du musst noch impfen. Egal. Hoffentlich nützt es. Hoffentlich nützt es. Dann gehe ich auch. Jetzt kommen wir noch zu der Arroganz der Einheimischen. Wir sollten einfach wirklich ständig offen haben. Sie checken nicht, dass wir ein Hotel sind, dass wir um 6 Uhr morgens schon parat sind. Wir sollten einfach mindestens 8 Tage pro Woche, 30 Stunden pro Tag, an 400 Tage pro Jahr offen haben.
Wir müssen ja so froh sein, wenn sie ein Käferchen kommen und trinken am Nachmittag. Für das müssen wir 5 Angestellte mindestens haben. Hä? Zahlst du das? Ja. Es kommen sicher noch mehr in den Sinn, aber das bringe ich dann nächstes Mal. Okay. Tschüss.